Professor Lupin, das Ding sieht nicht sehr freundlich aus. Das ist ein Imp, Ron. Vorsicht, er könnte explodierende Zauberknallbonbons nach dir werfen. Deine Zauber sind nutzlos gegen ihn. Die Zauberknallbonbons dürfen dich nicht berühren, wenn sie in der Luft sind. Du kannst sie aufsammeln, wenn sie zu Boden gefallen sind. Sei aber vorsichtig. Bist du nicht schnell genug, explodieren die Bonbons. Also mit Imps hatten wir es immer mal zu tun. Weiter, Ron. Versuch, ein Zauberknallbonbon aufzuheben und es zurück auf den Imp zu werfen. Ja, dazu müsste der Imp halt auch mal was machen, ne? Hallo? Oh nein, er ist eingefroren. So. Ja, er bewegt sich. Weiter, Juhu. Versuch, ein Zauberknallbonbon aufzuheben und es zurück auf den Imp zu werfen. Perfekt, Ron. Und jetzt zum wirklichen Leben. Wirkliches Leben? Die werfen aber ganz schön viele, muss ich sagen. Ausgezeichnet, Ron. Alles klar, Kürbispasteten. Die sind viel mehr wert als Bohnen. Boah, ich dachte gerade so, oh geil, Kürbispasteten, hol ich mir. Und der Boden geht auf. Nein, ich will nicht runterfallen. Ja, das ist ein gängiger Bug. Also ich habe das sehr leicht finden können, wie ich den dann auch im Endeffekt behebe. Entsprechend den Link packe ich auch unten in die Videobeschreibung mit rein. Ich hoffe, dass jetzt durch die anderen Einstellungen, die ich da jetzt gemacht habe, dann eben keine anderen Einschränkungen sein werden. Aber Hauptsache, es funktioniert. Juhu. Hip, hip. Oh nein, das Geräusch ist nicht das, was ich denke, oder? Kann ich die irgendwie erledigen? Ich weiß es nicht. Ich kann aber die Kiste öffnen. So, wie mache ich das jetzt mit denen? Stimmt, mit dem Zauber, oder? Ah! Ach so, wie mit den Büchern. Ja, das geht ja. Oh, kommen noch ein paar. Geht ja noch. Findest du schade, dass wir die ersten zwei Teile nicht am PC gespielt haben? Die sind im Laden von Fred und George bestimmt viel mehr wert als Bohnen. Weil dadurch sind es natürlich dann auch ein bisschen andere Begrifflichkeiten. Was die Zauber auch angeht. So ein bisschen. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir diesen Zauber gelernt haben. Oder ob der mit, wie hieß der denn? Gleichzusetzen ist mit diesem ganz normalen Zauber, den wir kennen hier aus Teil 1 und 2. Mir fällt der gerade nicht ein. Das wird so oft gesagt, aber nicht oft genug. Nicht oft genug, dass ich mir das merken könnte. Ich bin am überlegen, wie lange ich die erste Folge mache. Normalerweise tendiere ich ja so ein bisschen daran. Nicht sicher. Das lässt du auch los, danke. Ach, deswegen, weil die sich bewegen. Ist auch gut. Normalerweise tendiere ich ja dazu, dass ich die erste Folge so ein bisschen länger mache. Manchmal verliere ich mich auch ein bisschen in der Folgenlänge. Das will ich auch gar nicht leugnen. Deswegen, ich denke mal, die erste Folge mache ich auch wieder länger. Also, mal gucken, wie viel das jetzt noch hier in Anspruch nimmt, weil ich würde schon irgendwie gerne die Prüfung hier abschließen wollen, bevor ich einen Schnitt setze. Aber es kommt natürlich darauf an, wenn es zu viel Zeit in Anspruch nimmt, dann muss es halt doch splitten. Speicher. Da ist ja nichts gut. Ah, das ist zu weit weg. Doch jetzt. Aber echt, ich finde das Handling echt gut. Muss ich sagen, das läuft sehr geschmeidig auch. Also, mir gefällt das so vom Spielprinzip bis jetzt. Hallo, eine Geschmeidigkeit und so weiter und so fort. Da oben kann ich nichts machen. Ich dachte gerade, das sah so nach so einem Gitter aus, was besser Professor? Ist. Das ist eine Feuerkarre, Ron. Sei vorsichtig, sie kann Feuer aus ihrem, nun, ihrer Hinterseite schießen. Verwende Rictus Sempra, um sie umzuwerfen.
Verwende es erneut, um sie, wenn nötig, in die Falle zu schubsen. Ja, das ist auf jeden Fall... Cryptosempra ist auf jeden Fall dieses, dieser bitte, lass das ganz Ausgang sein. Einfache Angriffszauber. Heißt halt hier nur Retrosempra. Und nicht... so, wie ich es vergessen habe. Und die bleiben ein bisschen länger auf dem Rücken, kann das sein? Die kennen wir ja aus der PlayStation 2 Version aus dem ersten Teil. Die feuerpupsenden Krabben. Okay, da ist ein Schild. Da möchte ich auf jeden Fall gerne hin. Habe ich die Kiste auch geöffnet? Oder war das die ich geöffnet habe? Ich habe keine Ahnung mehr. Einmal umgedreht. Ist alles für mich neu. So. Was wird uns dort fallen? Ich denke mal, aber das Schild, das kommen wir nicht drum herum. Dieses Hip. Und was ich auch gesehen habe, wenn wir nämlich hier sind, man sieht hier, das ist die Zahl der gefundenen verbleibenden Geheimnisse in diesem Level. Interessant, äußerst interessant. Okay, man kann sogar das Schild ignorieren, wenn man sich da nicht drauf... also wenn man nicht da drauf bleiben möchte, sondern direkt dann drüber geht. Aber das machen wir natürlich nicht, weil wir wollen ja das Schild einsammeln. Hä? Ups! Ich wollte anvisieren. Ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich das Springen auf der rechten Maus weglassen kann. Das wird mir definitiv zum Verhängnis. Ich wollte anvisieren und anvisieren mache ich halt nun mal mit der linken, mit der rechten Maus, ne? So. Kann ich auch? Das kann ich runterziehen? Da kann ich auf jeden Fall hin. Oh, ich hätte den das andere holen sollen. Geht das? Okay. Gut, dass es auch draußen bleibt, ohne dass ich unter Zeitdruck gerate, ne? So, hier haben wir auf jeden Fall das da. Da müssen wir auch noch kommen. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn wir das da machen. Dann geht das auf. Ah, dann können wir uns da hinziehen, okay. Weil ich dachte mir so, springen. Ja, ich kann es versuchen, aber ob das was wird. Also kann ich dann wenigstens hier hinspringen. Ich kann nicht so gut nach oben. Ich finde es faszinierend. Manchmal ist die... Blöd. Manchmal ist die Kamera wirklich gut und dann haben wir hier wieder so diesen Moment, wo sie irgendwie nicht so gut ist. Vielleicht braucht die Kamera einfach auch ein bisschen, also die Mausempfindlichkeit, bis die Kamera gut ist. Wir können da hin, wir können... Da oben will ich auch hin. Wie komme ich da hin? So jedenfalls nicht. Okay, das führt mich auch weiter. Dann gehe ich erstmal hier lang. Gott, wieder anvisieren. Okay. Aber das hilft mir immer noch nicht hochzukommen. Vielleicht komme ich da später hin. Hallo, Humora. Hallo, Humora. Da! Boah, sind das viele Bohnen. Warte, ich habe Angst, dass sie verschwinden.
Retraktum! Aber... Ja, ich habe zu früh losgelassen, ich weiß. Aber ich bin froh, dass ich, nicht weitergegangen bin, sondern geguckt habe. Weil es klang ja für mich auch so, dass es machbar ist, sogar alle 10 Schilder direkt zu beim ersten Durchlauf zu kriegen, ne? Und das war ja das, was mich in der PlayStation 2-Version so ein bisschen... Naja, was heißt gestört, ne? Aber da war das halt eben so, dass das nicht möglich war. Da oben ist ein Schild. Dass das nicht möglich war. Und man hätte dann wieder reingehen müssen, weil man eben entsprechend andere Zauber noch gebraucht hat. Gut, dann kriegen wir auf jeden Fall das Schild. Hallo? Ach so. Okay, ich habe das Zeichen nicht gesehen. Was hat denn das gemacht? Ah. Ich kann das noch weiter zurückschieben. Jetzt haben wir das Geheimnis Nummer 2 gelüftet hier in diesem Level. Mit einer weiteren Bildkarte. Schon 9 Kürbispasteten. Das kann ich nicht machen. Aber das sah jetzt auch gerade so aus, als könnte ich von hier aus direkt dorthin. Dann machen wir das doch. Geht's vielleicht ein bisschen schneller. Ja doch, ne? Geht schon schneller. Speichern. Gut. Ja, ich glaube, ich muss das Ganze doch vielleicht in 2 Teile machen. Mal gucken. Achso, hier. Von was bin ich denn jetzt angeblich getroffen worden? Dass er A gemacht hat. Achso. Weil mich das direkt getroffen hat. Ich dachte, ich könnte es so fangen, weißt du, wie beim Dodgeball. Völkerball, jetzt hab ich's. Ja, die brauchen schon ein bisschen, bis die explodieren. So, dann komm mal her mit dem Boden. Boah! Kurz erschrocken. Aber wegen dem Geräusch, nicht weil da Viecher rauskamen. Das hab ich auch geöffnet. Warum? Hallo, Luma. Luma. Ah, deswegen. Geheimnis Nummer 3 entdeckt. Dafür war das Dings. Damit ich jetzt hier wieder rüberkomme. Ich habe einfach nur so auf Verdacht bei den Bildern gemacht, weil ich das so seltsam fand, dass dieses Teil da ist. Und dann, ja, mache ich genau das richtige Bild zuerst. So, 2 Geheimnisse fehlen uns noch. Mal gucken, ob wir die auch noch durch Zufall finden. Ich glaube, 2 Herausforderungsschilder machen es noch, ne? So, wieder Bohnen. Hier oben war nichts. Nee, das ist nur das Fenster gewesen, was so geleuchtet hat. Da ist auf jeden Fall das ganz große Schild, womit das alles endet.
zu Sempra. Hip. Ja. Weil da oben ist ja auch nochmal. Also das sind die, die ich jetzt gerade betätigt habe. Hip. Ah. Aber warum kann ich das nicht? Warum öffnet sich das nicht? Capo di Tracto. Ah. Da käme ich hier hin. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich, wo sind denn die anderen? Da oben ist noch was. Ist auf einmal so viel weiter oben. Aber ich will das jetzt noch nicht einsammeln. Wo ist denn das jetzt auf einmal so weit oben? War klar, dass ich es nicht hinkriege. Aber man kann ja hoffen, ne? Es war doch weiter unten jetzt erst. Ist das irgendwie währenddessen nach oben? Läuft die andere Seite. Impulso. Da ist ja noch eine zweite Statue. Und noch eine dritte. Das war mir gar nicht aufgefallen. Ach, guck mal. Noch eine Karte gekriegt. Das hat sich aber nicht gedreht gehabt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass sich das gedreht hat. Nur weil man so neugierig ist, ne? Okay, das ist unten. Kann ich warten, bis es nach oben geht? Ich habe extra nochmal geladen, um extra zu gucken, wegen dem, weil dann später ist es ja oben, aber ich weiß nicht, ob oben irgendwas ist, aber mir fehlt jetzt noch ein Herausforderungsschild. Ein einziges, weil hier hinspringen kann ich ja auch einfach so. Aber ich glaube, es macht nichts. Erst wenn ich hier bin, geht das nach oben. Also entweder muss ich echt schnell sein, um das zu erwischen, oder halt, jo. Oder ist das das Letzte? Sehr gut, Rob. Und es gilt als Nummer 10. Du hast alle 10 Aufgabenschilde gefunden. Du kannst also in den Bohnen-Bonusraum gehen. Mir fehlen aber halt 2 Geheimnisse, ne? Ich habe ja nur 3. Ach, du meine Güte. Wow, das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Ganz genau, Ron. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Ach was, bis die Zeit abläuft? Sieht ja schon gut an. Hui! Eine Mora kann ich nicht verwenden? Okay. Aber interessant. Ist ja wirklich so dieses, oh mein Gott, Bohnen. Überall Bohnen. Also wenn ich schon so mit Bohnen zugeworfen werde, dann gehe ich davon aus. Na! Dann kann ich ja eigentlich davon ausgehen, dass die Sachen gut teuer sind, oder? Die sind ein bisschen wie Eier. Gerade ein bisschen was von so einer Eiersuche. So dass die nicht sonderlich gut versteckt sind. Oh Mann, oh, du solltest hüpfen. Hier rüber, ne? Das ist ja... Was? Da
ein paar Bohnen nehme ich noch mit.